Soweit der Sport für den Moment und wie versprochen, wie angekündigt, jetzt geht es natürlich um die Deko-Trends zum Weihnachtsfest. Markus und Matthias Hilger sind da. Hallo, moin. Hallo Marco. Schön, dass ihr da seid. Ich habe eben schon so eine Art Suchbild gestartet, ganze Tisch voller Deko, und habe den Zuschauern gesagt, finden Sie mal den Moderator, so ein bisschen nach dem Motto, wo ist Walter? Ihr seid natürlich diejenigen, die alles mitgebracht haben und aufgebaut haben. Ihr seid die absoluten Experten auf dem Bereich von Dekoration. Und man muss ja sagen, natürlich nicht nur Weihnachtsdekoration, sondern jede Jahreszeit. Also so Haus- und Gartendeko ist euer Ding, oder? Absolut. Also wir sind das ganze Jahr Weihnachtsmänner, aber leben zum Glück auch in Haus und Garten und Osterhasen. Ja. Wir haben gerade bei euch in der Redaktion gesehen, dass da Osterhasen vom letzten Besuch noch stehen und zur ganzjährigen Erheiterung beitragen, denke ich. Ihr seid Handelsvertreter. Also ihr seid eine Handelsvertretung. Ihr habt mehrere Handelsvertretungen, oder wie darf ich mir das vorstellen? Genau, wir haben verschiedene Firmen, die wir vertreten in Norddeutschland. Hier nach der Reihe aufgebaut, die Firma Lucht. Also normalerweise ist die Firma Lucht bekannt für Körbe. Sehr bunt, ja. Wir haben diesmal aber keine Körbe mitgebracht, weil wir dachten, zum Weihnachten sind eben halt also richtig knallige Farben. Ganz spannend für unsere Zuschauer. Ja. In der Mitte präsentieren hier diese LED-Kerzen, Pilze. Ja, die sind aus Glas. Glas, ne? Genau, ja. Das sind alles Unikate von der Firma Lavida aus Dänemark. In der Mitte die Räuchermännchen und der Nussknacker ist von der Firma Ulbricht aus dem Erzgebirge, genau. Vorne, ganz vorne, die Keramik-Mini-Vasen. Das sind Vasen. Das sind Vasen, genau. Ja. Da kommen normalerweise kleine Blüten rein. Ja. Von der Firma Klassiker aus Langenfeld. Und auf der rechten Seite bei dir, die schwarz-weißen Bäume, die sind von der Firma Arte aus dem Allgäu. Also wir haben ganz viel mit dabei, und ich würde sagen, wir fangen mal an beim Bunten, beziehungsweise bei den Unterschieden. Also ich sehe ja hier irgendwie so ein bisschen zurückgenommene Farben. Schwarz-Weiß. Hier und da mal ein bisschen Gold, ein paar echte Klassiker in der Mitte, zeitlos würde ich sagen. Die Pilze hätte ich jetzt gar nicht unbedingt mit Weihnachten in Verbindung gebracht. Und ganz links so richtig knallebunt. Also ist es dieses Jahr entweder richtig bunt oder richtig klassisch? Es gibt letztlich keine finalen Trends für alle Leute. Ah ja, weil der eine sagt, ich behalte mein Rot immer und hole das seit 10, 15 Jahren und hänge das an Tannenbaum. Es gibt andere Leute, die eben die Trends, sowohl das zur linken oder für die Zuschauer zur rechten, das bunte oder zur anderen Seite das minimalistische schwarz-weiß-goldene nutzend. Ja. Also insofern halte ich persönlich nicht unbedingt was von globalen Trends, die für alle da sind. Okay, damit hätten wir das auch geklärt, weil letztendlich ist es ja zu Weihnachten auch eine Geschmackssache. Also der eine oder andere mag ganz viel Dekoration, wie Clark Griswold, und dekoriert am besten das ganze Haus mit Lichterketten. Und der andere sagt, nö, lieber ganz minimalistisch. Wie ist es denn eigentlich bei euch? Was sind eure Vorlieben? Echter Baum, echte Kerzen oder... Also ich habe zu Hause einen echten Baum. Ja. Wir haben aber LED-Kerzen damals, als die Kinder klein waren, aus Sicherheitsgründen, damit der Baum halt nicht zur Gefahr wird, das offene Feuer. Ja. Wir kennen das von zu Hause noch, von unseren Eltern, als wir noch alle Kinder waren, da gab es echte Kerzen, genau. Mhm. Das ist aber Geschmackssache. Ja. Bei mir ist es auch so, wir haben den Luxus, immer bei Schwesterchen eingeladen zu sein, wunderbar da mit Kochkünsten des Schwagers bedient zu werden. Und da gibt es echte Kerzen. Wir haben ab und zu einen Baum und sind auch in der Deko sehr minimalistisch grau-silber. Also jetzt nicht unbedingt das, was hier abgebildet ist. Ja. Und das zeigt auch, dass die Geschmäcker Gott sei Dank verschieden sind. Absolut, Gott sei Dank, genau. Ihr habt es gesagt und durchblicken lassen, als ihr noch klein wart, ihr seid Brüder. Und ihr habt diese Firma ja schon länger. Ich wollte nämlich fragen, wie kommt man eigentlich dazu, Dekoration zu vertreiben? Wie kommt man auf die Idee? Es ist eigentlich der Herr Papa, der das gemacht hat, der damals schon die Handelsagentur aus dem heute sagenwogenen Wort Homeoffice betrieben hat, das Büro im Keller. Was war es damals, Heimarbeit? Oder? Genau. Ja, die meiste Zeit war ja doch im Auto und auf der Straße im Hotel. Okay. Und da hat man natürlich das kennengelernt. Wir haben beide früh auf Messen hier in Hamburg, regionale Messen aus dem Deko-Bereich, die Familie unterstützt. Und dann kam irgendwann mal die Entscheidung nach Studium und Ausbildung, was macht man? Und da sind wir hier reingekommen und machen das jetzt schon 28 Jahre zusammen und sitzen immer noch nebeneinander. Also unsere Eltern haben 1969 angefangen, im 1.1.69. Also Hilger gibt es schon 55 Jahre.
Und auch ihr habt dann bald gemeinsames Jubiläum sozusagen. Korrekt. Ja, die 30 Jahre, die schaffen wir noch. Werden voll gemacht, genau. Ja. Wenn man sich jetzt mal so mit dem Thema Deko beschäftigt, also Deko geht ja eigentlich immer. Nun gab es eine große Krise zu Zeiten der Corona-Pandemie, wobei auf der anderen Seite haben die Leute sich da ja zu Hause richtig gemütlich gemacht. Also ich glaube, Deko geht doch eigentlich immer, oder? Genau, die größte Krise zu Corona-Zeiten waren die enormen Frachtraten, die explodiert sind. Das war das Riesenproblem, aber wir haben natürlich alle, gerade im Gartenbereich haben wir sehr unter Corona profitiert und unsere Kunden halt auch, weil unsere Kunden oder der Endverbraucher konnte nicht reisen, konnte nicht essen gehen, hatte Geld und hat sich das zu Hause schön gemacht. Hat den Garten auf links gedreht, hat sich gesagt, wir gönnen uns was. Und das war eine tolle Zeit, die würden wir gerne wieder haben, aber ohne Corona. Okay, vielleicht gibt es da ja einen Mittelweg irgendwie. Ihr habt eben schon gesagt, Geschmäcker sind verschieden und Deko-Trends gehen in die eine und andere Richtung. Ist es trotzdem so, dass es genauso viele Kunden noch gibt für die ganz klassischen Holznussknacker, wie zum Beispiel auch für so das pinke Modell oder ganz, ganz bunte Sachen? Nein, also ich sag mal, innerhalb Deutschlands gibt es eine Sammlerschar für die Erzgebirgssachen. Ja. Die ist auch nicht klein, aber es gibt leider zu wenig Einzelhändler nachwachsend, die sich dafür einsetzen, die das überhaupt verstehen, weil das Produkt Made in Germany natürlich hochpreisig ist, aber auch preiswert, nämlich den Preis, den es darstellt, auch wert ist. Und insofern ist es jetzt nicht so leicht, dass man da irgendwo in einen Laden reinläuft, Kaltakquise macht und sagt, hier möchtet ihr mal ein paar Nussknacker und Räuchermännchen ausstellen. Das war früher leichter, da war mehr Verständnis für diese Artikel in der Breite da. Ist ja eigentlich schade, weil ich sag mal, was ihr mitgebracht habt, ist natürlich alles gute Qualität, aber ich glaube, im Bereich Deko gibt es auch häufig das, was man im Modebereich Fast Fashion nennen würde. Also im Prinzip für ein Jahr was kaufen, das landet dann in der Mülltonne und dann war's das. Während so ein Nussknacker, der wird einmal gekauft im Prinzip und im Zweifel vererbt. Das sind Sammler, ne? Die das eben halt kaufen und wieder ergänzen. Und das ist im Endeffekt ja auch, es ist ja alles Handarbeit. Jeder einzelne kleine Teil oder kleines Teil an diesem Nussknacker ist ja einzeln hergestellt, zusammengeklebt, angemalt. Da steckt viel Arbeit drin. Ja. Übrigens, das hier sind Räuchermännchen. Kennt man natürlich noch. Ihr habt sogar Kerzen mit dabei. Ja, die haben wir jetzt angezündet, weil hier im Studio arbeiten. Da oben hängt der Rauchmelder. Wollten wir mal sein lassen. Ich fand früher als Kind immer Weihrauch am besten. Ja. Also wenn du nachher durchs Studio fliegen möchtest, kannst du das gerne noch anmachen. Sehr gut, genau. Dann habt ihr Vasen mitgebracht, habt ihr gesagt. Und die Pilze, die finde ich interessant, die laufen natürlich mit Batterie. Ja, haben sogar einen Timer. Ja. Genau, die haben einen Timer, ein Batteriefach. Und die Deko oben, die sind... Das sind halt alles Unikate, weil es vor dem Brennvorgang angemalt wird und jeder Pilz fällt anders aus. Cool. Es gibt noch mehrere Farben, wir haben nicht alle Farben mitgebracht. Ja. Wie findet ihr eigentlich neue Deko-Gegenstände und Deko-Trends? Seid ihr ständig unterwegs, ständig am Recherchieren, den Markt beobachten? Wir selber weniger, weil das machen unsere Unternehmen, die wir vertreten. Die haben da ihre Buying-Units, die sich Ideen überlegen. Das meiste, ich sag mal das Erzgebirge ausgeklammert, das meiste kommt aus Far East, ganz federführend China, und dort gibt es also Eigenentwicklungen und dann natürlich auch jetzt gerade vor ein paar Wochen war wieder die Messe in China, wo dann schon wieder eingekauft wird für die nächsten Saisonzeiten, Weihnachten des nächsten Jahres. Wir starten am 4. Dezember mit der Firma Lucht, mit den bunten Sachen, schon wieder mit dem Vorverkauf für Weihnachten des nächsten Jahres. Und da sind wir geben Ideen mit in die Firma ein, dass wir sagen, Mensch, häufig gefragt oder eine Idee gesehen, die man vielleicht adaptieren und abwandeln kann. Aber selbst direkt kreativ sind wir eigentlich. Also wir haben im Einkauf sozusagen nichts zu tun. Wir werden zwar gerne, oder werden gefragt, was haltet ihr davon, aber die letztendliche Entscheidung treffen unsere eigenen Lieferanten und Exporteure oder Importeure. Ja. Und da ihr dann ja schon wieder ans nächste Weihnachtsfest denkt, geschäftlich, also bei euch ist das ganze Jahr Weihnachten, Ostern, Sommerfest, alles. Genau. Also wir sind eigentlich, man kann es auch sagen, Deko satt. Ja. Kann man da irgendwann, wenn man nach Hause kommt, auch mal Deko nicht mehr sehen? Und sagt so, lieber ein bisschen nüchterner? Es geht. Also wir haben es bei Kunden manchmal, wenn die jetzt ganz extrem im Gartencenter bei der Floristin 6-8 Wochen lang Hardcore Weihnachten im Laden haben, ich glaube, die haben es vielleicht minimalistisch zu Hause oder feiern im Laden. Okay. Und wir haben ja auch nicht alles, was wir verkaufen zu Hause. Ja, klar. Das muss man natürlich, weil wir auch gar nicht den Platz haben. Ja. Ich habe letztens mal eine Dokumentation gesehen über Leute, wie sie Weihnachten feiern, schon ein paar Jahre her. Da war ein Brite dabei, der hat jeden Tag Weihnachten gefeiert im Jahr. Also hat dann wirklich durchgängig dekoriert gehabt, hat dann die Weihnachtsansprache der damaligen Queen auf VHS-Kassette, glaube ich, noch gehabt, jeden Tag eingelegt, geguckt und jeden Tag Weihnachten gefeiert. Wäre mir ein bisschen viel.
viel. Ja, mir muss ich sagen. Genau. Wenn die Geschäfte schlechter laufen, fragen wir dich nach der Adresse. Könntest du mal recherchieren. Genau. Achso, jetzt ist er endlich hier mein Gruß auf. Ach nee, der Mund ist vom Schal verdeckt. Ich dachte, wir hätten hier noch den Nussknacker synchron sprechen lassen können. Hier übrigens an der Traverse haben wir noch ein bisschen was hängen. Da sind so Klassiker, das sind so diese Glas. Kugelnfiguren, genau. In Anführungsstrichen, eine Flasche Parfum und eine Affenballerina da oben. Ja, da gibt es natürlich auch. Sehr ausgefallen. Genau. Da gibt es enorm viele unterschiedliche Hänger in dem Bereich. Da gibt es ja auch, also je schriller, desto besser. Ja. Da gibt es auch Sammler, ne, die das jedes Jahr ergänzen. Genau. Ja. Okay. Gibt es irgendwie so Deko, wo ihr sagen würdet, das ist das abgefahrenste, ausgefallenste, was wir je gesehen haben? Oder habt ihr alles gesehen und euch kann nichts aus der Reserve Wir haben sicherlich schon viel gesehen, aber ich glaube, das gibt immer wieder Überraschungen. Ne? Ja. Da freuen wir uns auch drauf. Ja, und wenn du in Frankfurt gibt es die größte Weihnachtsmesse Deutschlands, die Christmas World, und wenn man da dann Hallen sieht, wo Beleuchtungen für große Hotels oder Einkaufszentren sind, wo dann Dinosaurier steht, den du nicht in 40 Tonnen bekommst, das ist schon mal was man so für einen heimischen Garten nicht unbedingt andenkt. Weitere Infos zu euch gibt es unter hilger-hamburg.de. Das ist eure Domain. Ja, immer noch korrekt, ja. Immer noch korrekt, kann ich auch gleich nochmal in den YouTube-Live-Chat hier eben rein posten. Ja, und wenn jetzt die Weihnachtszeit dann naht, ihr seid dann ja schon wieder einen Schritt weiter. Was ist für euch das nächste große Thema? Also wir sind jetzt seit Mitte September mit Frühjahr, Sommer des nächsten Jahres dabei, weil die Vororder muss ja auch getätigt werden durch den Einzelhandel, damit dann nach Weihnachten, viele wollen auch schon vor Weihnachten beliefert werden, damit, wenn denn der Tannenbaum aus dem Laden verschwindet, gleich neuer Platz mit neuen Sachen gefüllt werden kann. Und auch zu Hause, wenn du den Tannenbaum rausschmeißt, sagst du, Mensch, da ist ja Platz, da könnte noch mal was anderes hin. Ja. Und die Chance sollte man als Einzelhändlerin, Einzelhändler durchaus nutzen. Sehr gut. Also Deko geht immer, hat immer Saison. Ja, der Januar ist auch ein guter Verkaufsmonat. Es wird ganz viel Geld verschenkt zu Weihnachten. Viele Leute haben keine Ideen und sagen, was können wir machen? Ja. Und wenn du dann Weihnachten viel Geld zur Verfügung hast als Beschenkter, dann gehst du einkaufen. Ja, oder auch Gutscheine. Ja, zum Beispiel. Auch das. Ja. Und umgetauscht wird auch viel nach Weihnachten, ne? Ja. Falls der Geschmack mal nicht getroffen wurde. Genau. Aber dem kann man ja vorbeugen. Sehr gut. Dann sage ich herzlichen Dank. Für den Besuch mal wieder. Ja, wir danken dir. Und können wir uns ja irgendwie zu Ostern wieder treffen. Gerne. Wir stehen Gewehr bei Fuß, also herzlich gerne. Wir danken dir, wünschen dir eine schöne Adventszeit. Wünschen wir auch. Mit dem Team, fröhliches Verschenken der Artikel. Dankeschön, Dankeschön. Und liebe Zuschauer, wir sind gleich zurück nach einer kurzen Werbepause. Und apropos Verschenken, wir haben noch was, und zwar das Dompaket. Wann wart ihr das letzte Mal auf dem Dom eigentlich? Seid ihr Domfans? Oh, das ist ganz lange her. Ja, ich bin kein so ein Domfan. Nee. Also Fahrgeschäfte, ich würde also gerne mal wieder hin. Ja. Maximal irgendwie Zuckerwatte und ein Bierchen. Also, ist da nicht. Also hier sind vor allem ganz viele Fahrgeschäfte, und zwar Freikarten für die ganzen Fahrgeschäfte im Gesamtwert von 200 Euro. Können Sie gewinnen auf unserer Facebook-Seite facebook.de/frühcafé-hamburg1. Und wir sind gleich zurück nach der Werbung. Bleiben Sie gern bei uns.